Und jetzt stellt euch bitte zwei relativ laute Klänge vor, die aus derselben Richtung kommen. Was passiert da? Man kann sie nicht unterscheiden. Will man das, so dürfen diese Klänge nicht zur selben Zeit erklingen, sonst überlagern sie sich. Einer nach dem anderen, dann klappt's. Jetzt kann man sie unterscheiden. Zuerst hört man Regen, dann einen Presslufthammer. Ein Klang nach dem anderen. Das nennt man Prinzip des Dialoges. Das nächste Werkzeug ist sehr einfach. Unterscheide laute und leise Klänge. Wenn wir mehrere Dinge zugleich hören, dann ist eines sehr auffällig. Sie haben oft verschiedene Lautstärken. Einige sind im Vordergrund, andere im Hintergrund. Zum Beispiel, ihr sitzt in einem Restaurant, an allen Tischen wird geredet. Der Ober kommt an euren Tisch und gibt eine Tagesempfehlung ab. Was passiert? Ihr könnt seiner Stimme ohne Probleme folgen, weil sie einfach lauter ist als der Rest der Stimmen im Restaurant. Verschiedene Lautstärken der Klangquellen machen eine akustische Wahrnehmung sehr transparent. Hallo und Herren, schon mal die Karten. Dankeschön. Schön. Bitte sehr. Schon was zu trinken für Sie? Ein Gläschen Wein zum Essen vielleicht? Jetzt würde ich gerne ein kleines Experiment mit euch machen. Bitte versucht im nächsten Beispiel herauszufinden, welche Klangquelle laut und welche leise ist. Wenn ihr es herausgefunden habt, konzentriert euch auf die leise und versucht, die laute auszublenden. Gelingt euch das? So verschiebt das Gehirn allmählich die Verhältnisse. Das kann so weit gehen, dass man am Ende fast nur noch die leise Klangquelle hört. Can I help you? Yes. I bought this sweater about half an hour ago. Yes, I remember. Is there a problem? Yes, I've decided it's too big. What size is it? Medium. So you need a small. I don't see one here. Do you have any more? I'll go and check. Just a minute. Ist es euch zumindest teilweise gelungen? Das für heute letzte Werkzeug zur akustischen Analyse ist der Unterschied von schrillen und dumpfen Klängen. Wenn wir einen Soundteppich vor uns haben, sollten wir versuchen, schrille von dumpfen Klängen zu unterscheiden. Zum Beispiel das hohe Flirren von Grillen von einem tiefen Donnergroll. Hohe und tiefe Frequenzen bewusst auseinanderhalten zu können, ordnet das Soundbild unglaublich. Soweit so gut. Um nochmal zusammenzufassen, wir haben heute vier Werkzeuge zum analytischen Hören kennengelernt. Das Richtungshören. Das Prinzip des Dialoges. Das Aufspüren von lauten und leisen Klängen. Hallo und Herren, schon mal die Karten. Dankeschön. Schön. Bitte sehr. Und der Unterschied von schrillen und dumpfen Klängen. Wir sind noch nicht ganz fertig, denn jetzt kommt das Musikgeheimnis des heutigen Tages. Wir haben im Laufe der Session hunderte Klänge gehört und es gibt mindestens noch 2 Millionen mehr davon. Also was glaubt ihr? Kann man diese unzähligen Klänge irgendwie kategorisieren oder sind sie zu verschieden, um das zu tun? Die Antwort ist: Jeder vorstellbare Klang dieser Erde ist entweder ein Ton oder ein Geräusch.
Punkt. That's it. Das bedarf wohl einer Erklärung, aber das ist eine andere Geschichte, die ich euch gerne das nächste Mal erzähle. Pleasure.